herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Seit ganz langer Zeit packe ich mal wieder was aus. Also es ist aber jetzt eigentlich auch wieder kein typisches Unboxing, aber ich nenne es mal Unboxing. Ich habe hier eine Einmannpackung. Oh, das macht seltsame Geräusche, wenn man es dreht. Ich habe mir hier die Definition rausgesucht für Leute, die nicht wissen, was das ist. Eine Einmannpackung oder kurz EPA genannt, ist ein Verpflegungspaket der Bundeswehr. Soll ich das eigentlich vorlesen oder soll ich es mit meinen eigenen Worten formulieren? Mit dem sich der Soldat mindestens einen Tag lang ernähren kann, falls keine Verpflegung durch Feldküche oder Kantine möglich ist. So, ach, soll ich das vielleicht andersrum öffnen? Alles klar, das sieht ja schon mal sehr spannend aus. Was ist das denn? Okay, das erste kann man, glaube ich, nicht essen, das sind Streichhölzer. Hä? Inhalt? 20 Sicherheitszündhölzer. Mach ich jetzt auf oder nicht? Die sind so schön verpackt. Ich lasse die erstmal zu. Vielleicht nachher, wenn ich zu neugierig bin. Dann haben wir hier... Ach, das ist nicht alles dasselbe. Ach so, okay. Wir haben hier isotonisches Getränkepulver, Orangengeschmack, Grapefruitgeschmack, Zitronengeschmack, Exotikgeschmack. Das muss man in 500 ml kaltes Wasser einrühren. Meine Schwester ist da, die sitzt da hinter der Kamera. Vielleicht möchte sie mir assistieren und mir mal im Messbecher 500 ml kaltes Wasser reintun. Ich brauche noch Wasser. Oh. 500 ml. Oh mein Gott, Bananenchips! Ich finde die voll lecker. Verzehrfertig. Ach, hier steht was mit der Zubereitung. Ah, verstehe, okay. Oh geil, ich liebe Bananenchips. Also das hier, davon probieren wir jetzt gleich mal eins. Die Streichhölzer probiere ich mal nicht. Und das hier, oh mein Gott. Ich glaube, das mache ich auf. Aber wieso sind das so wenig? Die sind so lecker. So, weiter geht's. Wir haben hier zweimal Schokolade. Es riecht gut. Wieso trinke ich aus dem Messbecher? Ja, schmeckt halt künstlich. Kannst du behalten, kannst du essen. So, und die Schokolade müssen wir auch noch testen. Die Schokolade ist hart. Was zur Hölle ist das? Brotaufstrich Pfeffer. Das ist Butterprodukt mit Pfeffer. Es ist das gewürzte Butter oder was? Ich weiß nicht, ob ich das kosten will. Gemüsebouillon. Ja, gönn dir. Gemüsebouillon. Ich kann ja nicht jetzt hier alles aufmachen, denn ich weiß doch schon, was wir zum Abendbrot essen. Wir essen zum Abendbrot Fertigfraß. Wir gucken erstmal. Oh mein Gott, hier gibt's Brot in der Dose. Dosenbrot. Wie cool ist das denn? Ist halt Roggenschrotbrot. Wenn ich das hier aufmache, ist es aber. Da ist ja bestimmt noch so ein Ding dazwischen, ne? Ach komm, wer ist heute Abend fertig? Ich mache jetzt hier mal meine Brotdose auf. Vor allem meine Brotdose. Das ist halt Brot. Kannst du mir noch ein Messer bringen? Dann mache ich noch meinen Pfeffer-Dings da drauf. Okay. Dankeschön. Ich will schneiden hier. Du kannst die Schokolade essen, du kannst alles mitnehmen da zu dir. Du kannst alles essen, was du. Okay, ein rundes Brot. Das ist Schmelzkäse. Das schmeckt wie Schmelzkäse. Wie gewürzter Schmelzkäse, ist voll lecker. Und das Brot schmeckt halt, wie es aussieht. Also, wie nennt man sowas? Pumpernickel? Heißt das im Osten so? Heißt das überall so? Aprikosenmarmelade. Ich stehe jetzt nicht so auf Marmelade, deswegen möchte ich die nicht kosten. Aber, warte, das sieht genauso aus. Sauerkirschmarmelade, ich stehe auch nicht auf Sauerkirschmarmelade. Das ist irgendein Rindfleisch und Geflügeljagdwurst und weiß ich nicht. Das werde ich jetzt auch nicht kosten, weil ich sowas gar nicht esse. Ein Energieriegel Apfelzimt. Kann man sich sowas schön bedrucken, so mit so einem Apfel drauf und so? Das ist doch viel cooler als so. Den koste ich. Der ist voll lecker. Oh geil, Kekse. Cookies mit Vanillegeschmack.
Die müssen wir auch probieren. Wieso sind die Kekse so klein? Willst du probieren? Oh, geil. Thunfisch in Salatcreme. Ist ja voll viel. Ja, oder? Für wie viel ist das normalerweise? Für einen Tag. Premium-Fleisch-Snacks, sowas esse ich auch nicht. Dessert-Creme Zitrone. Instant-Müsli mit Äpfeln und Erdbeeren. Und zwar, Inhalt des Beutels, je nach Geschmack, mit ca. 80 ml kaltem oder heißem Wasser anrühren. Ach so, das ist so ein Haferschleim wahrscheinlich, sowas. Jo, Haferflocken. Oh, geil. So, was haben wir noch? Wieso sind die Sachen nochmal extra eingepackt? Na, dann werden wir das wohl mal angucken. Ein Mehrzwecktuch. Wir haben... Moment, was ist das denn? Ach, Kaffeeweiser. Also, naja, das gibt's ja. Also, ich kann das nicht beschreiben, was das ist. Dann haben wir Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee Typ Cappuccino. Cappuccino-Pulver. Cool ist das denn, ey. Zucker, zweimal Zucker, also für einen Kaffee wahrscheinlich. Ein Erfrischungstuch mit Ethanol. Noch mehr Zucker. Kaffeeextrakt. Mit einfach nur Wasser anrühren, also normaler Kaffee wahrscheinlich. Noch ein Mehrzwecktuch. Kaugummi mit Süßungsmitteln. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Willst du ein? Willst du zehn? Teeextrakt, Teeextrakt, Kaffeeextrakt. Hä, hey, was ist das für eine... Wo kommt die Tüte her? Dann haben wir... Ah, Speisesalz. Was bitte ist eine Wasserentkeimungstablette? Nicht einnehmen. Die tust du in dreckiges Wasser und dann wird's sauber. Zwei Tabletten in 1 Liter Wasser lösen. 20 Minuten warten, dann trinken. Hä? Cool. Speisesalz. Kaffeeweiser. Okay, es ist aber immer noch, was da. Wir haben hier nämlich noch einmal Nudeln mit Bolognese-Soße. Hey, cool, was muss man damit machen? Da steht gar nicht jemand zubereitet. Vorverzehr umrühren. Ach so, wahrscheinlich. Moment mal, die Anleitung liegt ganz unten, falls es eine Anleitung ist. Inhaltsverzeichnis, Zubereitungsanweisung. Einen Linseneintopf mit Cocktailwürstchen. Ich fühle sogar die Cocktailwürstchen. Okay, das ist ein bisschen eklig. Okay, probieren noch was. Erstmal, also jetzt so eine warme Mahlzeit werde ich jetzt nicht mehr kochen. Vor allem esse ich beides nicht unbedingt. Die Anleitung kann hier wieder rein. Das hier klingt übelst geil. Sowas esse ich zum Frühstück immer so. Haferschleim. Dann ist hier drin. Die Dessertcreme klingt auch übelst lecker. Gemüsebouillon klingt gut. Müssen wir hier erst in der Ordnung machen. Ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich war voll neugierig und ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Und ich habe mich halt aber auch dafür nicht irgendwie informiert oder so, einfach weil ich mich absolut überraschen wollte. Man kann ja auch einfach googeln, was da drin ist. Und ich meine, in der Wikipedia-Definition auch gelesen zu haben, dass es sowas in vegetarisch auch gibt. Wie hat denn das hier vorher alles reingepasst? Naja, jedenfalls esse ich jetzt mal mein Dosenbrot und meinen Schmelzkäse hier. Also den Schmelzkäse esse ich nicht auf, das Brot jetzt auch nicht, aber das werde ich halt noch essen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche Art von Videos findet, so Unboxings, auch wenn das jetzt auch wieder kein, wie ich schon erwähnt habe, kein standardmäßiges Unboxing ist, so von wegen, naja, ihr wisst ja, was man wohl eher unboxt, also außer jetzt andere Sachen als sowas, meine ich. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder
Wenn dieses Video euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar oder schreibt generell mal, wie ihr es findet, wenn ich Dinge unboxe, egal jetzt was es ist. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne machen und dann bis zum nächsten Video.